Ja, hallo. Heute ein Video zum Thema Wasserpumpe beim VW. Und zwar hatten wir Folgendes vergangene Woche. Wir haben einen Zahnriemen bei einem VW-Motor gemacht und der hatte diese Wasserpumpe verbaut. Und dann haben wir uns gefragt, hey, wofür mag wohl hier dieses Kabel da sein? Und wofür dieses Kabel ist, das gucken wir uns zusammen an nach dem Intro. Viel Spaß! Diese Wasserpumpe haben wir ausgebaut aus einem VW Tiguan mit einem 2,0 Liter Dieselmotor. Und wir wollen mal zusammen gucken, was darin Besonderes ist. Also vom Prinzip her ist es eine Wasserpumpe, die über den Zahnriemen angetrieben wird. Und zwar über die Rückseite vom Zahnriemen. Das heißt, hier finden wir keine Zähne, sondern das ist die Rückseite vom Zahnriemen läuft hier drüber quasi wie ein Keilriemen. So, und hier oben ist ein Anschluss dran. Zwei Anschlüsse und das geht hier rein. Und das Geheimnis findet ihr auf der Rückseite von dieser Wasserpumpe. Wenn man die umdreht, dann sieht die auch schon mal wieder etwas anders aus. Ihr könnt hier sehen, wenn ich die drehe, dann dreht sich das Pumpenrad ganz normal, als wäre es eine ganz normale Wasserpumpe. Also das hatten wir ja auch schon mal, das Thema. Hier vorne wird das Kühlmittel angesaugt. Das Pumpenrad dreht sich. Das Kühlwasser wird hier nach außen getragen. Oder Kühlmittel, je nachdem, wie ihr das benennen wollt. Der Clou an dem Ganzen ist hier dieses Teil, weil das lässt sich, verschieben und man kann dieses Pumpenrad damit abdecken. Damit ist die Pumpe in der Lage, stufenlos die Fördermenge zu variieren. Von maximal, und in dem Moment, wenn das Pumpenrad abgedeckt ist, dann kann die Pumpe natürlich auch nicht fördern. Ich habe den Stecker mal kurzerhand abgeschnitten. Wir schauen mal zusammen, was passiert, wenn man dieser Pumpe Spannung gibt. Man hört es nur klickern, aber es passiert nichts. Hinter der Pumpe steckt also noch ein bisschen mehr, als es im Moment den Eindruck hat. Also habe ich das Ventil einfach mal ausgebaut, um mir das mal ein bisschen genauer anzugucken. Das ist also nur ein elektromagnetisches Ventil, was eben ein Flüssigkeitsstrom durchlässt oder absperrt. Aber wie funktioniert dann diese Pumpe? Da müssen wir jetzt noch ein bisschen genauer gucken. Und zwar... Bei mir hat das auch etwas gedauert, bis ich das verstanden habe. Hier in dem grünen Kreis seht ihr so einen silbernen Zylinder. Das ist eine kleine Pumpe, eine Pumpe in der Pumpe. Das heißt, das Pumpenrad dreht sich und betätigt diesen Pumpenzylinder, beziehungsweise natürlich nicht den Zylinder, sondern den Kolben in diesem Zylinder. Also, hier wird ein Arbeitsdruck aufgebaut. Hier kann er nicht entweichen, weil das Ventil zu ist. Und dementsprechend drückt er den Zylinder nach vorne und schiebt die Hülse über das Pumpenrad. Das ist quasi der Pumpenzylinder, also da könnt ihr quasi reingucken. Und den Kolben, der dazu gehört, den seht ihr hier. Ich habe es für ein Rückschlagventil erst gehalten und habe dem gar keine Beachtung geschenkt. Es ist also so, sobald sich die Pumpe dreht und das Ventil geschlossen ist, wird ein Druck aufgebaut und schiebt hier diese Hülse über das Pumpenrad. Und hier, das ist die Rücklaufbohrung. Die Rücklaufbohrung ist verbunden mit unserem Ventil, was wir außen gesehen haben.
Also mit diesem Ventil. Wenn dieses Ventil öffnet, dann kann der Druck über diese große Bohrung entweichen und kann über diese kleine Bohrung in die Pumpe quasi abfließen. Und wenn der Druck abgebaut wird, geht die Hülse aufgrund der Federkraft wieder zurück. Und das Ganze wird betrieben mit dem Kühlmittel. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie viel Druck braucht man, um diese Betätigung auszulösen? Und dafür holen wir uns mal unsere Pumpe. Ja, um das Ganze zu testen, nehmen wir hier diese Pumpe. Das ist eine Pumpe, die kann sowohl ein Vakuum erzeugen und wenn man das hier rüberstellt, kann man auch einen Druck damit aufbauen. Und damit probieren wir mal aus, wie und ob das funktioniert. Ihr habt gesehen, ein Bar Druck braucht man ungefähr. Aber warum macht man jetzt eigentlich diesen ganzen Kram? Diese Pumpe soll dafür sorgen, dass in der Warmlaufphase möglichst wenig Kühlwasser gepumpt wird. Das heißt, in der Warmlaufphase, also wenn der Motor noch kalt ist, soll sich das hier vorschieben und möglichst kein Wasser pumpen. Das heißt, es soll kein Wasser zirkulieren oder eben möglichst wenig. Ja, ich hoffe, ihr fandet es interessant, mal eine solche Wasserpumpe zu sehen. Und wenn ihr das Video gut und interessant fandet, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Rechts und links kommt ihr wie immer zu meinen anderen Videos und über das Logo könnt ihr ein Abo dalassen. Vielen Dank fürs Gucken, macht's gut, bis bald, tschüss.